So, jetzt habe ich hier einen Cosmos Electronic X1000, X2000 Kasten. Ihr kennt sicher auch die XN-Version und die Radiotech-Version und die Elektronik-Profi-Version. Zumindest habt ihr sie irgendwo schon mal gesehen. Diese Baukästen erlauben es euch, einen Radio aufzubauen. Natürlich ist dieser Radio in den meisten Fällen oder eigentlich immer, bis auf wenige Ausnahmen, siehe Radiotech, auf Mittelwelle. Problem, seit 31.12.2015 gibt es keine Mittelwellensender mehr in Deutschland. Die wurden aus Kostengründen abgeschaltet, weil sie zu viel Strom brauchen. Okay, diese Mittelwellensender wurden abgeschaltet und dafür wurden neue Mittelwellensender erlaubt, allerdings mit sehr geringen Leistungen. Wir reden hier von Reichweiten zwischen 10 Kilometern und 40 Metern. Ihr müsst schon sehr viel Glück haben, um in der Nähe von so einer Radiostation zu wohnen. Deswegen habe ich hier eine Schaltung für euch. Ich habe in der Bastelkiste dieses IC gefunden, TA7358. Das ist ein Mischer-IC. Was macht ein Mischer? Nun, ihr müsst euch das wie eine Mathematik vorstellen. Wenn ihr 10 MHz habt und tut 5 MHz dazu, dann habt ihr 15 MHz und ja, im Prinzip 5 ist jetzt eine blöde Rechnung. Machen wir mal 12 MHz und 4 MHz, das ist das Beste. Wenn ihr 12 MHz habt und ihr tut 4 MHz dazu, dann habt ihr 16 MHz und wenn ihr es abzieht, habt ihr 8 MHz. Und genau das macht der Mischer. Er erzeugt aus zwei Frequenzen eine dritte. In dem Fall mische ich eine Quarzfrequenz mit einer Kurzwellenfrequenz und erhalte, wie ihr schon sehen könnt, eine Mittelwellenfrequenz. Diese Mittelwellenfrequenz, die kann unser Radio wieder empfangen und so kann man mit dem Cosmos Radio wieder ein Signal empfangen. Dieses IC gibt es bei bekannten Elektronikgeschäften. Eins fängt mit R an und ein anderes Online-Auktionshaus fängt mit E an. Ihr wisst sicher, was ich meine. Dort könnt ihr dieses IC beziehen für recht wenig Geld und die Komponenten sind auch für 5 Euro insgesamt zu haben. Wie würde ich das Ganze aufbauen? Nun auf einer Lochlasterplatine, denn ich habe so einen Konverter schon mal mit Transistoren gebaut. Die habe ich einfach so gemacht, ich habe Löhndeckel in dem Abstand hier von zwei solchen Steckfeldern, also von hier nach hier oben reingesteckt und habe dann die so festgelötet, dass ich die Platine quasi wie so ein Zusatzmodul in den Kosmoskasten reinstecken kann. Die Platine habe ich dann hier oben hingesteckt, hier oben war dann der HF-Ausgang, den habe ich dann mit einer Drahtbrücke von hier auf die Antenne gebrückt. Dann hatte ich an der Platine noch eine Plusleitung für die Spannungsversorgung und eine 1,50 Meter Antenne, die an der Platine festgemacht ist. Für die Quarzsockel habe ich einfach eine IC-Fassung genommen. Da gibt es welche, die haben solche runden Pins. Habe die Pins mit Hitze aus der Plastikfassung raus, habe sie dann mit dem Lötkolben in die Platine reingelötet und kann so die Quarze reinstecken und verschiedene Quarze reinstecken. Wie ihr hier seht, ergeben dann verschiedene Kurzwellenbänder, die man empfangen kann. Erwartet von dieser Schaltung keine sehr guten Empfangsergebnisse. Ihr braucht schon ein sehr starkes Kurzwellensignal, damit es auf den Kosmoskasten empfangbar ist. Und auch die Detektorschaltung ist hier nicht sehr zu empfehlen, sondern eher der Reflexempfänger mit der höheren Empfindlichkeit. Aber so mit dieser einfachen Schaltung könnt ihr euren Kosmoskasten in Anführungszeichen wieder zum Leben erwecken und könnt so mit dem zum Leben erweckten Kosmoskasten zum Beispiel Radio DALC hören, welches ja sonntags auf 6070 kHz ausgestrahlt wird. Dafür nehmt ihr dann zum Beispiel einen 5,2 MHz Quarz, der das Ganze dann auf 870 kHz konvertiert, mithilfe dieser Schaltung. Und dieses Empfangsgerät kann das Ganze dann wieder empfangen. So. So, wie ihr ganz gut hören könnt, kann ich jetzt mit Hilfe dieser Schaltung Kurzwellenstationen empfangen, die zwischen 13 und 14 MHz senden, was natürlich nicht der Frequenzbereich ist eines Mittelwellenradios, aber diese Schaltung ermöglicht es mir, dass ich diese Signale wieder empfangen kann, auch in einigermaßen guter Qualität. Okay, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, erweckt euren Baukasten wieder zum Leben, wenn ihr Mittelwellenradio hören wollt, beziehungsweise Kurzwellenradio mit dieser Schaltung. Über Kommentare, ob die Schaltung nachgebaut wurde und wenn ja, funktioniert sie gut, funktioniert sie schlecht, würde ich mich natürlich sehr freuen. Hier ist nochmal der Schaltplan zum Video pausieren und abzeichnen. Jetzt noch das Ganze kurz in Englisch. Hi there, this is a converter circuit. That converter circuit helps you to receive shortwave stations with a medium wave radio. Wherefore do you need it? Well, maybe you have one of these Cosmos electronic kits that tell you how to build a radio and other electronic stuff, or you have a similar kit that wants or allows you to build a radio. Problem in Germany is that the stations got turned off, so you won't receive anything at the day with this radio. There are some private stations, but they are very low power. You won't receive them. Except you live in the broadcast range of them, but this is very unrealistic that you live there. I mean, the chances are very low. Anyway, so here's the circuit built with this integrated circuit, which is this black thingy here. And what does it? It mixes two frequencies. For example, if you mix 12 MHz with 4 MHz, you get 8 MHz and 16 MHz. And this is just what it does. It mixes a crystal frequency, crystal-controlled frequency, with a frequency from a shortwave station, radio station, and the difference is a frequency that can be received with this medium wave receiver. I'll turn up the volume and give you an example. Ja, das sind dodgy contacts hier.
especially the traditional family friendly. I'm not talking about the liberal-minded in the modern family. So it's not perfectly aligned. I hear another station. I would have to align this core from this coil, but I don't want to turn it too often because I don't want to break it. But as you can see, I can pick up a station. And currently I can pick up three different stations with this setup. I'm using just a 1.50 meter long antenna. There is no need to connect an earth connection or so. So this circuit just works fine. I built it, and I built another circuit which I was making that also works for these Cosmos kits, and I made it on a circuit board. I used some solder nails at the difference. So one was there and one was there. Oh no. Now it's loud. Ready for a conversation anytime when the kids want to. It's just so. So as you could hear, except from these dodgy contacts with the wire bridges, because this is very old, I think it came out in the late 80s. Anyway, so as you can hear, it works. So once again, I built a circuit board and I was using solder nails, one here and one on the upper side. And then I could plug it in just there. The upper side was RF out, which I could bridge with a wire bridge from RF out to antenna input. Here is the antenna input. And here also is ground, which should be connected to the ground from the circuit to supply the circuit board. There was another lead that went to the plus connector. So the circuit board was supplied and I used an old IC socket. I managed to pull out the IC socket parts from the plastic, and then I could plug in a crystal, so it's crystal controlled. And yeah, this was a, like that size or so from my fingers to the board, to this board, that size circuit board with a 1.50 meter antenna. I could just plug it in, connect it to plus, put in a crystal. As you can see here, here are different crystals for different frequencies, and then I can listen to shortwave stations with my Cosmos kit. So this is for you if you have a similar DIY kit and you can't receive AM stations with it anymore. You can build this converter and then you can now have a superhead radio, because this also makes it a superhead radio and you can listen to shortwave. But once again, don't expect really good sensitivity of the circuit. It's really a simple circuit, but therefore it's not very sensitive. Okay.